Wunderbar, vielen Dank, Ewald, vielen Dank, Thomas, für das Moderieren des ersten Teils. Wir haben wie immer bei unseren Veranstaltungen jetzt einen zweiten Teil vor uns, der sehr viel Platz für interaktive Diskussion bieten soll. Es freut mich ganz besonders, dass Florian Kocher von unserer Abteilung hier in Innsbruck die Aufgabe übernommen hat, als Moderator durch diese Diskussion zu führen. Ich lade nochmal wirklich alle Teilnehmer auch ein, sich aktiv zu beteiligen. Stellen Sie Fragen. Ich glaube, es ist eine nicht allzu häufig vorkommende Möglichkeit, wirklich ein ganzes Panel von Experten zum Themenbereich Lungenkarzinom hier zur Verfügung zu haben, um Fragen auch beantwortet zu bekommen oder auch um Diskussionen zu durchaus vielleicht kontroversiellen Themen anzuregen. Lieber Florian, ich bitte dich, die Diskussion zu moderieren. Danke, Georg, für die nette Ankündigung. Sehr geschätzte Kollegen, ich darf Sie jetzt durch die interaktive Diskussion führen. Ich darf noch einmal das ganze Auditorium bitten und auffordern, Ihre Fragen zu stellen. Und wir machen das in altgewohnter Manier, dass wir auch hier ein paar Fälle präsentieren, die wir im Anschluss diskutieren können. Zu Beginn möchte ich einmal eine Frage an das Panel stellen, ganz generell. Wir haben hier seltene Mutationen angetroffen und heute diskutiert und wir wissen, dass diese ganzen Substanzen vorwiegend auf Single-Arm-Studien zugelassen wurden und mich würde interessieren, wie es die Kollegen sehen, ob diese einarmigen Studien für sie Evidenz genug sind, um diese Substanzen in die klinische Praxis einzuführen, oder denken Sie, Phase-1-Studien oder Single-Arm-Studien sind eine gute Sache, aber wir benötigen randomisierte Daten. Gibt es diesbezüglich etwaige Meinungen aus dem Auditorium? Da dränge ich mich gern mal vor, Florian, wenn die Kollegenschaft so still sind. Also ich glaube, ich habe wie soll ich sagen, zwei Seelen hier in meiner Brust, um frei nach Goethe zu sprechen, nachdem wir schon Casablanca zitiert haben zuerst. Es ist so, das eine ist, seit der Therapie des gastrointestinalen Stromatumors mit Gleevec sind wir in einer Situation, dass wir mit zielgerichteten Therapien irgendwie das Gefühl haben, es genügen einige ganz wenige Patienten. Und ich erinnere, damals war es ein Patientenfall im Prinzip, der dazu geführt hat, dass man eine sehr kleine Studie gemacht hat und dann die Zulassung bekommen hat. Zugegebenermaßen mit einer wahrscheinlich anderen Mutation. In der diskutierten Situation sehe ich es kontrovers. Ich denke, für Studienergebnisse, die ein sehr hohes Ansprechen vermuten lassen, wie vielleicht in der Destiny Lung 01, möglicherweise etwas anders wie in der Codebreak 100. Aber das ist eine subjektive Darstellung. Also ich kann mich. ja, also vielleicht dränge ich mich vor und dann bin aber dafür ganz, ganz schnell und knapp. Also ich finde auf jeden Fall für den Einsatz in Neben-Patient-Programme das völlig ausreichend. Und ich finde auch die Zulassung in der zweiten Therapielinie weniger problematisch, weil wir bei diesen Patienten sonst nur Docetaxel oder Docetaxel plus ein VEGF-Inhibitor hätten. Und das ist nun kein sehr ansprechende Therapiemöglichkeit. Anders sehe ich das in Settings, wo wir mehrere Optionen haben. Und ich finde es recht schade, dass wir zum Beispiel kein vergleichende Studien zu den großen Chemotherapie-Checkpoint-Kombinationen in den unselektierten First-Line-Patienten haben oder zwischen den großen ALK-Inhibitoren nur die Vergleiche mit Crizotinib haben und nichts zu weiteren Head-to-Heads oder Sequenz.
Aber für eine Zweitlinienzulassung finde ich das im Sinne der Patienten und ich finde es auch unzulässig, ethisch in Studiendesigns das Crossover zu verbieten zugunsten ein OS-Vorteil. Also wer ein großes OS-Vorteil in seine Studie in diese Situation verursacht, hat Patienten geschadet und das ist nicht in Ordnung. Darf ich da vielleicht noch kurz einhaken? Vielleicht eine Frage. Florian, ich glaube, Martin Früh wollte noch was dazu sagen, wenn ich kurz. Ich leider die Sprecher nicht. Ja, also Martin, ich bin da, ja genau, ich bin da relativ liberal. Ich habe das Gefühl, speziell in diesen molekularen Segmenten kämpfe ich so ein bisschen gegen die Regulationen. Oder da bin ich wirklich sehr großzügig. Wenn jemand Chemo und IO gehabt hat beim Lungenkarzinom. Nachher gibt es einfach, also in der Schweiz zum Beispiel, gibt es nur das Docetaxel und da habe ich gar keine Mühe, wenn ich schon in einer einarmigen Studie mit wenig Patienten irgendeine einer molekularen Subgruppe Aktivität sehe, diese dann gleich einzusetzen. Ich mag mich erinnern, beim Crizotinib, das hat man an 20 Patienten schon gesehen, dass das einfach alles andere schlagen wird. Und jetzt ein neues Beispiel, ein aktuelleres, ist das Selpercatinib in der ersten Linie bei RET, oder? Da machen sie randomisierte Phase 3-Studien, die werden nie rekrutieren in den westlichen Ländern und in den USA. Das macht man irgendwo, wo man die Medikamente nicht kriegt, nur aus regulatorischen Gründen. Es geht dann auch ein bisschen um die Durchführbarkeit, oder RET ist in 1%. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, man muss mit dieser randomisierten Evidenz, wenn etwas starke Wirksamkeit hat, wenn es wirklich nur Docetaxel als Alternative gibt, dann muss man aus meiner Sicht das ein bisschen verlassen, dieses Credo. Da bin ich ziemlich klar in meiner Meinung. Ich sehe das auch so. Ich glaube, wir haben es einfach mit sehr kleinen Subgruppen zu tun und im Sinne der Patienten muss man einfach sagen, die Zeit, die man braucht, um hier randomisierte Studien zu machen, ist so lange, wenn man Wirksamkeiten wie auf diesen Waterfall-Plots hier dokumentieren kann, dann glaube ich, ist eine Zulassung in einer zumindest zweiten Therapielinie oder dritten Therapielinie absolut zu rechtfertigen. Ich habe, wenn ich darf, Florian, eine Frage, die mir vorhin auch beim Vortrag zu Sotorasib eingefallen ist. Die Zulassung von Sotorasib lautet nach zumindest einer Vortherapie. Das bedeutet, ein PD-L1 hochpositiver Patient, der KRAS G12C mutiert ist, könnte in der ersten Therapielinie mit einer IO-Monotherapie behandelt werden. Wer würde diesen Patienten in der zweiten Therapielinie, ohne das Platin-Doublet ausgeschöpft zu haben, direkt in die Sotorasib-Therapie führen? Oder wer würde sagen, das ist eine Therapie, die gehört im Prinzip nach IO und nach Platin-Doublet, egal ob kombiniert oder in der Sequenz gegeben, verabreicht. Vielleicht, Elmar, was ist deine Meinung dazu? Wie immer kommt es darauf an. Also der Regelfall wird sein, dass der Patient, der in der Erstlinie Mono-Immuntherapie bekommen hat, dann bei mir die Platin-Doublette zuerst bekommt, bevor er die Sotorasib gibt. Eine Ausnahme könnte natürlich sein, Performance-Status, Komorbiditäten, solche Sachen oder Patienten, die eventuell nur sehr, sehr schleichend progredient sind. Also je dynamischer der Progress dann in der Situation ist, desto eher bin ich bei der Platin-Doublette und desto wahrscheinlich weniger beim Sotorasib. In unserer klinischen Praxis, die spiegeln, und das ist im Vortrag gut rausgekommen, spiegeln sie genau die Daten wieder, wie es in der Codebreak sind. Es gibt schon einzelne Patienten, die sehr, sehr lang profitieren, aber der Regelfall wird bei diesem PFS landen, das man sehen. Dieses PFS addiert sich halt komplett drauf auf alles, was wir bis jetzt gehabt haben in der Patientengruppe. Insofern ist das eine wertvolle Therapie. Das ist eine sehr gut verträgliche Therapie, wenn sie nicht gerade kurz vorher Immuntherapie gehabt haben und unter der Leber Probleme gehabt haben. Aber sonst, um die Frage zu beantworten, zuerst die Platin. Ich finde das eine gute Frage, weil die Wirksamkeit ist gar nicht so unterschiedlich eigentlich. Und das Gute halt beim Sotorasib oder bei den zielgerichteten Therapien, man sieht auch relativ rasch, ob es wirkt oder nicht wirkt. Und bezüglich Chemotherapie hat es schon Toxizitätsvorteile.
Auch wenn jetzt die Daten versus Docetaxel eigentlich nicht so umwerfen. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber die Toxizitätsvorteile für die Patienten, denke ich trotzdem, dass das einen wichtigen Stellenwert hat. Und ja, ich würde das individuell eine Frage beantworten. Ich denke nicht unbedingt. Jetzt klar sind die Daten so, zuerst Platin, aber ich hätte jetzt nicht so Mühe, auch zuerst das Sotorasib zu geben in gewissen Situationen. Klar, ich denke, wir haben alle den ein oder anderen Patienten und lass ihn ein PD-L1 von unter 50% haben, damit wir nicht mit der Monoimmuntherapie weiterkommen. Aber einen älteren oder vom PFS her schlechteren Patienten, der zu allem Überfluss noch gut informiert ist, der kritisch hinterfragt, warum er wirklich vorher ein paar Zyklen Chemotherapie bekommen muss, bevor er diese Substanz bekommt. Und ich glaube, man tut sich tatsächlich bei ein paar Patienten schwer, das so zu machen. Bei dem einen oder anderen machen wir es in sehr dosisreduzierter Form, um die formelle Regelungen zu genügen und wechseln dann. Aber bei den meisten fitten Patienten sehe ich das auch so, dass man erstmal Platin geben soll. Entschuldigung, Florian, ich wollte jetzt gar nicht hinein. Da brauchst du dann diese hohe Dosierung vom Sotorasib. Ist das nötig? Ich glaube, man wird das wahrscheinlich nicht brauchen. Ich meine, das hat man ich fand es auch erstaunlich in diese Kombination, diese Lead-in-Studien, dass die wirklich bei 240 als Lead-in-Dosis und konkomitante Dosis angekommen sind. Ich habe selten Dosis reduzieren müssen, aber muss ich auch andersrum sagen. Also wir haben relativ wenig Tox gesehen, auch in der Leber relativ wenig Tox. Also das. Wir haben mitgemacht in der Dosisvergleichsstudie, die ja noch gelaufen ist, 69 versus 240 Milligramm. Die Daten sind noch nicht bekannt, aber werden wahrscheinlich in relativ naher Zukunft publiziert werden. Wird interessant sein zu sehen, ob es hier Unterschiede in der Wirksamkeit und in der Toxizität gibt. Und ich meine, ich glaube, das kann man bei jeder Tablettentherapie mit einer Einheitsdosis fast sagen, dass es schön wäre, zu wissen, wie die Spiegeln sind. Oder? Ich meine, wir dosieren die IV-Therapien immer nach Körperoberfläche und die Tablette gibt es für den 32 Jahre alten Holzfäller wie für die 82 Jahre alte Oma. Und das kann doch nicht biologisch sinnvoll sein. Wenn ich vielleicht die Frage vom Georg nochmal toppen darf und erklären, erweitern, das bedeutet, wenn jetzt dieser Patient zerebrale Metastasen entwickelt unter der Erstlinienimmuntherapie, würde das die Entscheidung ändern? Also meine nicht, weil ich glaube, das Sotorasib, das wirkt im Hirn. Das Adagrasib hat zwar bessere Daten noch, aber wir haben auch Patienten, das wirkt auch im Hirn. Also wenn etwas wirkt, glaube ich, allgemein in der Onkologie, am Anfang zumindest, selbst das Chrysotinib wirkt am Hirn, am Anfang, also für mich nicht. Jetzt werden gerade unsere Fälle ein bisschen gespoilert, aber es passt ganz gut, vielleicht mache ich jetzt gleich weiter. Mit dem ersten Fall zu Karas G12C, wir haben in unserer Abteilung eine 64-jährige Patientin behandelt, NSCLC, Erstdiagnose 0422, multiple Metastasen, PD-L1, TPS 80% und zusätzlich eine KRAS G12C-Mutation, zusätzliche relevante Mutationen, eine KEAP1 und eine SDK11-Mutation. Und wir haben bei dieser Patientin, weil sie doch von ihrer Erkrankung symptomatisch war, eine Kombination aus Carboplatin, Pemetrexed und Pembrolizumab gestartet und leider war die Patientin nach 2 Zyklen Therapie progredient und wir haben dann diese Patientin auf Sotorasib 960 Milligramm umgestellt. Initial hat die Patientin die Therapie sehr gut vertragen, aber ist dann jetzt im Dezember dieses Jahres stationär aufgenommen worden aufgrund massiver wässriger Diarrhöen und sie wurde in weiterer Folge koloskopiert und hier wurde eine Colitis, nämlich eine immunvermittelte Colitis suspiziert. Es wurde keine
Biopsie oder histologische Sicherung durchgeführt in Anbetracht der Risiko-Nutzen-Abwägung. Wir haben dann diese Patientin mit Steroid therapiert und hierunter kam es zu einer Besserung der Diarrhö. Und ich denke, dieser Fall eignet sich sehr gut, mögliche Sotorasib-Nebenwirkungen zu diskutieren. Es geistert ja durch die Literatur, dass potenziell durch Sotorasib eine Checkpoint- oder immunvermittelte Nebenwirkungen getriggert werden können. Wir sehen doch eine erhöhte Rate an Hepatitis bei der Kombination IO und Sotorasib. Und da wollte ich fragen, ob es aus dem Panel irgendwelche Erfahrungen gibt oder Meinungen zu diesem Thema. Es wird ja auch suspiziert, dass der Abstand von der Checkpoint-Inhibition zu Sotorasib eine gewissen oder ein gewisses Risiko darstellt, wenn diese beiden Therapien eng zusammenfallen. Und da würde es mich interessieren, wie die Meinungen diesbezüglich sind. Ich muss leider immer ein bisschen switchen. Ich bin kein Apple Native, aber jetzt sehe ich sie alle. Ja. Vielleicht ja. Es erinnert ein bisschen an die erhöhte Pneumonitis-Raten unter Osimertinib nach Checkpoint-Inhibition. Das scheint bei den kleinen Molekülen nicht nur bei Sotorasib, aber bei mehreren Substanzen so zu sein, dass die Reihenfolge durchaus für die Toxizität relevant sein kann. Also wir haben das im klinischen Alltag jetzt bei ein paar Patienten mit Hepatitis beobachtet und es kann noch recht mühsam sein. Dann denkt man zuerst, also Checkpoint und dann Sotorasib, dann denkt man natürlich, okay, Sotorasib hört auf, das geht nicht richtig runter, fängt man mit Steroiden an, weiß man nicht, okay, ist das jetzt immunvermittelt, gibt dann wochenlang Steroide, kann das Sotorasib nicht wieder einsetzen. Also wir hatten das schon, das Problem, nicht ganz selten. Denken Sie, dass an dieser Story-Triggerung der immunvermittelten Reaktion durch Sotorasib was dran ist oder eher das nicht der Fall ist? Es gibt ja auch so Daten aus Frankreich, ich glaube Retrospektive vom WCLC, die zeigen, okay, wenn man unter 3 Monate Intervall hat bis zur Induktion von Sotorasib, dann ist das Risiko höher oder ist das für Sie kein Problem oder würden Sie das außer Acht lassen? Ich hätte das früher nie als Problem gesehen, aber hab schon auch Patienten gehabt, wo genau diese Konstellation zugetroffen ist. Unter der Immuntherapie schon leichte Leberenzymauslenkungen, kurzer Abstand, sofort in die Sotorasib-Therapie gegangen. In voller Dosierung, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Und dann am Schluss eine schwierige Differentialdiagnose, wie es der Kollege gesagt hat, mit zwischenzeitlich nicht wissen, woher die Lebertoxizität wirklich kommt. Ja. Teilweise ansprechen auf Prednisolon, aber dann schlussendlich die Sotorasib-Therapie verloren in der Konstellation. Pharmakologisch muss man ja wohl annehmen, dass es eher der Fall ist, dass es sozusagen ein anderer Wirkmechanismus ist und dass man auf eine möglicherweise immuninflammatorische Hepatitis eine medikamententoxische addiert, so wie man es auch bei Antibiotikakombinationen gelegentlich sieht, nach IO oder unter IO-Therapie, wo man Verschlechterung der Leber sieht, ist das ein möglicher Mechanismus, also dass wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Effekte haben und dass wir einfach eine zusätzliche Noxe sozusagen zur IO-Vermittelten zufügen. Genau so würde ich es auch sehen und so war es, glaube ich, in dem Fall auch, dass ein gewisser Vorschaden, der in der Immuntherapie entstanden ist, dann mit der Nebenwirkung sich addiert hat, dann quasi. Ja, ich sehe das auch so. Ich muss einfach sagen, eben im Alltag ist ja schön, so Abstand haben und 3 Monate, aber meistens gibt man ja die Immuntherapie einfach mal bis zum Progress und nachher braucht man was Neues. Das ist ja die Realität, oder? Und ich weiß nicht, was das Panel denkt über dann Leberbiopsie. Für mich ist das meistens gar nicht so hilfreich, was die dann bringen bezüglich dieser Differentialdiagnosen. Dann gibt es da hepatologische Konzile, dann geht das hin und her. Aber eben am Schluss gibt es Steroide und
ja, passiert das, was ich gesagt habe. Das muss in den Studien auch so gewesen sein, oder? Dass die, dass diese, ich meine, 80% der Patienten hatten ja einen Checkpoint-Inhibitor, bevor die in der Code Break mit Sotorasib behandelt wurden, und es wird doch nicht 7 Monate zurückliegend gewesen sein in der Zweitlinien-Situation, sondern unmittelbar in den Monaten zuvor. Ganz genau. Und das Zweite ist, glaube ich, dass diese Patienten ja ausgeschlossen waren aus der Studie. Ich meine, Lebermetastasen in dem Kontext sind eine Rarität, und normalerweise sind Patienten mit einer 1,5-fachen Erhöhung der GOT-GPT aus diesen Studien primär ausgeschlossen. Also ich glaube, es ist einfach die Tatsache, dass eine Noxe auf die andere folgt, wenn wir in eine inflammatorische Leberentzündung, autoinflammatorische Leberentzündung, möglicherweise potenziell zweite Noxe zugeben. Aber ansonsten macht der Abstand aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich denke, man kann bei dem Fall auch gut über das Vorgehen bei primäre Progression unter der Chemo-IO-Kombination auch kurz sprechen. Ich meine, ich mache das nicht immer so abhängig vom allgemeinen Zustand, dass ich sofort bei Nichtansprechen auf den ersten 2 Zyklen auf eine klassische Zweitlinientherapie wechsle. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen in die Richtung Wechsel der Erstlinientherapie gedrängt. Und wenn ich zum Beispiel Carbo-Pem-Pem gegeben habe, dann wechsle ich manchmal bei sehr fitten Patienten auf Power 150 oder sowas und denke mir, ach Mist, vielleicht war das Pemetrexed nicht das Richtige, und versuche noch 2 Zyklen von einer anderen Erstlinientherapie zu geben. Macht jemand das auch bei fitten Patienten? Also oder gehen alle auf die Docetaxel Mono nach 2 Zyklen nicht an, also primäres nicht ansprechen? Ich glaube, im Fall war ja. Haben wir noch nicht gemacht. Nach Maintenance-Therapie, und üblicherweise machen wir das auch nicht, dass wir nachher auf Empower gehen. Nein, nicht in der Maintenance-Therapie. Ich meine, wenn die ersten, also wenn man mit Carbo, Pemetrexed, Pembrolizumab angefangen hat und nach 2 Zyklen sieht, dass der Tumor gar nicht angesprochen hat, sondern gewachsen ist, ob man deswegen auf Docetaxel-Monotherapie mit der Ansprechrate 12% geht, oder ob man nicht sagt, ich gebe, wenn der Patient noch fit ist und bisher nur 2 Zyklen Platin gesehen hat, eine andere platinhaltige Chemokombination. Die Frage, die ich mir stellen würde, wäre, was gewinnt man? Ich meine, man hat vermutlich eine Platinresistenz, man hat eine Resistenz sozusagen gegen die Immuntherapie. Das heißt, was man neu macht, wenn man Impa 150 gibt, ist, man gibt ein Taxan und dann die angiogene Substanz. Das kann ich natürlich letztlich theoretisch auch in einer Kombination Docetaxel plus was auch immer in der zweiten Therapielinie machen. Deswegen wäre für mich so ein bisschen die Frage, warum soll ich dann sozusagen Substanzen geben, die eigentlich nachgewiesenermaßen keinen Effekt gehabt haben. Kann man natürlich jetzt spekulieren in der Kombination, synergistisch, wie auch immer. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber grundsätzlich wäre ich da zurückhaltend, haben wir so noch nicht gemacht. Also mir sind auch keine Daten und Studien bekannt. Nein, gibt es nicht, natürlich nicht. Okay, vielleicht würde diese Frage auch noch ganz gut dazu passen. Wie sehen Sie denn den Vergleichsarm in der CodeBreak 200-Studie mit Docetaxel Mono? Ist das für Sie der optimale Komparator, oder denken Sie schon, dass man da jetzt doch eher auf Docetaxel antiangiogen gehen soll? Gibt es da irgendwelche Meinungen? Oder kennen Sie Gründe, warum nur Docetaxel Mono verwendet wurde? Ich glaube, das ist ziemlich länderspezifisch. Wenn ich in die Schweiz schaue, dann wird dort wahrscheinlich nur Docetaxel sein. Bei uns werden wir hauptsächlich mit der Kombination Anti-VEGF basiert behandeln. Also das ist so die Schwierigkeit. Ich meine, ich tue mir schwer, auch in einer Studie, wo ich im Vergleichsarm nur Docetaxel habe, weil wir an Standard eigentlich schon die Kombination sehen mit Docetaxel plus Anti-VEGF. Also wir machen das Taxol Bevacizumab, weil das billiger geworden ist, und dann kriegen wir das. Aber wir haben weder das Ramucirumab noch das Nintedanib zugelassen. Ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum die Studien international so gestrickt sind, dass die Firmen sonst die VEGF-Hemmung teuer stellen müssten im Rahmen der Studie, und dass das für die einfach das Budgetär sprengt. Ja. Also wenn ich die Firma wäre, würde ich auch einen potenziell eher weniger wirksamen Vergleichsarm wählen, persönlich. Ich glaube, der Unterschied in den Zulassungsstudien
war auch recht gering. Docetaxel versus Docetaxel oder Docetaxel, das bewegte sich doch im Rahmen von, ich weiß nicht, 1,4 Wochen oder sowas. Also ich denke auch, ich glaube, man kann das natürlich kritisieren und das, man kann spekulieren, ob der PFS-Unterschied geringer ausgefallen wäre, wenn man im Kontrollarm Doce plus antiangiogene Substanz zugelassen hätte. Unterm Strich würde aber, glaube ich, eine Unterlegenheit von Sotorasib trotzdem nicht resultieren, bei gleichzeitig für den Patienten, glaube ich, doch deutlich geringerer Toxizität. Also es hätte wahrscheinlich jetzt vermutlich an der Gesamteinstufung unserer oder Einschätzung der Community wenig verändert. Aber das ist auch, wie gesagt, eine globale Studie und die globale Situation, was die Zulassung und auch die Verwendung von antiangiogenen Substanzen in Kombination mit Docetaxel betrifft, ist sehr, sehr heterogen. Mhm. Ich meine, das sieht man auch in den Vergleichsarmen in den Post-Osimertinib-Studien, oder? Ich meine, im COMPEL und in Mariposa 2 mit Carbopemetrexed als alleiniger Vergleichsarm und nicht sowas wie Empower 150, wo es zu der EGFR-Subgruppe Daten auch gibt. Okay, dann würde ich vielleicht mit dem nächsten Fall weitermachen. Eine 59-jährige Patientin, NSCLC Erstdiagnose 0619, auch ein Adenokarzinom mit ebenso hoher PD-L1-Expression, zusätzlich eine KRAS G12C-Mutation, keine weiteren relevanten Alterationen und bei Erstdiagnose wies diese Patientin multiple ZNS-Metastasen auf, zusätzlich mit einem ausgeprägten Ödem mit konsekutiver Kompression des Ventrikelsystems. Pardon. Und bei dieser Patientin ist initial eine palliative Systemtherapie mit Pembrolizumab eingeleitet worden und ebenso eine Ganzhirnradiotherapie aufgrund nicht beherrschbarer zerebraler Symptomatik durch Steroid. Und diese Patientin hat dann nach im Restaging eine Progressive Disease gezeigt und wurde in weiterer Folge auf Carbopem umgestellt, woraufhin sie sehr gut respondiert hat und insgesamt auch auf die Erhaltungstherapie umgestellt wurde. Dann im weiteren Verlauf Oligoprogressionen aufgewiesen hat, die lokal therapeutisch versorgt wurden, aber insgesamt dann ab Herbst 2021 eine schleichende Progression. Man hat sie dann dennoch mit Pemetrexed weiter behandelt, aber schließlich und endlich hat diese Patientin dann ganz klar eine Progressive Disease im Sommer dieses Jahres aufgewiesen mit neuen Läsionen im Bereich der Leber, pulmonal und auch vor allem zerebral mit neu aufgetretenen Metastasen hochfrontal mit großem Ödem und zusätzlich auch im Bereich des Vermis cerebelli. Und aufgrund dieser KRAS G12C-Mutation wurde die Patientin dann auf Sotorasib 960 Milligramm eingestellt und hat in weiterer Folge eine partielle Remission erlangt. Und das Interessante bei dieser Patientin ist sicherlich, dass diese vorbeschriebenen neu aufgetretenen ZNS-Metastasen eigentlich nicht mehr abgrenzbar waren. Und hier würde mich interessieren, es ist ja bereits schon kurz angeklungen, wie die Kollegenschaft es sieht mit der ZNS-Gängigkeit von Sotorasib. Professor Früh hat ja sehr rezent diesbezüglich auch einen Fall publiziert mit sehr schönem Ansprechen und wollte ich fragen, ob es sonst noch weitere Erfahrungen gibt aus dem Panel. Ja, also die Patientin, die ich gezeigt habe, die recht mäßig angesprochen hatte, die hatte ja bei der Erstdiagnose auch sehr ausgeprägte Hirnmetastasen, die neurochirurgisch erst versorgt wurden, hatte aber auch bei ihrer Progression, das hatte ich nicht erwähnt, ein paar kleine Punkte, nicht klinisch relevant in MRT und die sind verschwunden unter Sotorasib. War sicherlich bei ihr sonstiger Tumorlast nicht das Wesentliche, aber die haben keine lokale Therapie bekommen. Wir haben auch sehr schöne Ansprechen gesehen im Gehirn auf Sotorasib.
zwei Caveats habe ich da. Vorsichtig bin ich da mit der Dosierung. Also bei Patienten mit Hirnmetastasen wäre ich mit Dosisreduktionen sehr vorsichtig. Da habe ich im Einzelfall schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht möglicherweise in Kombination mit einem übersehenen PPI, der sie mitgeschummelt hat. Und es kann sein, dass solche Patienten dann auch zu Meningiose neigen. Auch das habe ich, das habe ich gesehen. Und das ist dann eine ganz blöde Situation, weil dann hat man verloren. Ich hätte eine Frage auch an das Pendel. Hat jemand diskrepantes Verhalten beobachtet, sprich Ansprechen im Körperstamm bei gleichzeitiger Progredienz im ZNS? Oder ist es, wenn das der Fall war, immer sozusagen kohärent gewesen? Also ich, in meiner Erfahrung haben wir limitierte Zahl von Patienten behandelt. Ich kann jetzt keinen berichten, wo sozusagen eine Dissoziation da war zwischen dem Ansprechen im ZNS und außerhalb des ZNS. Und sich prinzipiell kohärent schon, aber ein bisschen den Eindruck habe ich, dass möglicherweise die Wirkung im ZNS eine Spur früher nachlässt. Aber das könnte natürlich auch persönliche Erfahrung sein. Also bei dem Patienten jetzt im Konkreten würde ich im 3-Monats-Abstand wieder MR machen, weil wenn da was nicht gut funktioniert, dann könnte es durchaus im Gehirn als erste Stelle sein. Ja, ich teile die Einschätzung von Elmar. Und danke für vielleicht okay. Kurz an meine jungen Kolleginnen, die das gemacht haben. Eine Frage, Florian, an dich und ans Pendel stellen, weil der Verlauf dieser Patientin ist doch, wenn man die Zeitachse anschaut, extrem ungewöhnlich. Sie hat, wenn ich es verstanden habe, sehr früh symptomatische ausgedehnte CNS-Metastasierung entwickelt, was prognostisch natürlich äußerst ungünstig ist, und ist dann in einer bereits progredienten oder zumindest borderline progredienten Situation aufgrund der wahrscheinlich fehlenden klinischen Symptomatik mit Pemetrexed Haltungstherapie, wenn ich es richtig gesehen habe, für fast ein Jahr mit einem minor Progress gewesen. Würde man sagen, das ist ein typischer Phänotyp eines G12C mutierten Patienten. Ist das was, was andere auch teilen? Weil für mich ist das doch sehr ungewöhnlich gewesen. Wir haben ja kein Stable Disease, sondern sie hat wirklich und fast ein Jahr, wenn ich das gesehen habe, oder sogar länger, die Erhaltungstherapie gehabt in einer primär als grenzwertig progredient eingeschätzten Situation. Ich kann was dazu sagen, ich habe die Patientin da relativ lange auch durch diese Therapien begleitet. Das war sicher überraschend nach dem initial doch massiven ZNS-Befall, dass die Patientin dann eigentlich über so lange Zeit gut kontrolliert war und auch wenn sie progredient war, wirklich nur sehr langsam progredient war, ohne klinische Symptomatik. Ich habe interessanterweise Ähnliches beobachtet. Wir haben auch in der Codebreak-Studie Patienten eingebracht, die auf ihre Erstbehandlungen wirklich schlecht kurz angesprochen haben, die viel Krankheitsdynamik dann gehabt haben, viel Symptome durch ihre Erkrankung hatten. Die haben alle auf Sotorasib nicht angesprochen. Also diese sozusagen wirklich raschen Besserungen auf TKI-Therapie, wie wir sie bei anderen genetisch definierten Subgruppen sehen können, habe ich bei diesen Patienten nicht gesehen. Die, die jetzt in meiner Erfahrung gut angesprochen haben, waren allesamt Patienten, die eigentlich schon auf die Erstlinie relativ gut angesprochen haben, lange angesprochen haben und dann zwar eine Progredienz hatten, die aber nicht eine Progredienz, die man jetzt sozusagen als klinisch rapide hochsymptomatisch behandeln bezeichnen würde. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es ähnliche Beobachtungen gibt. Daten dazu kenne ich keine, aber es war ganz interessant zu sehen, dass das im Prinzip sich jetzt klinisch mehrfach so wiederholt hat. Georg, war bei diesen Patienten auffallend, ob sie irgendwelche Co-Mutationen hatten? Also gab es da einen Unterschied, ob sie wirklich nur KRAS mutiert waren oder auch Co-Mutationen? STK11 und KIK1, über das diskutieren wir immer. Sind zu wenige. Die Patientin hatte diese Co-Mutationen, wenn ich es jetzt gerade nochmal richtig im Kopf gehabt habe, aber da kann ich ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Aber ich meine, wenn wir so ein bisschen zurückdenken, es ist jetzt, oh Gott, man klingt so alt, wenn man sagt, zurückdenken auf 2008, 2009, die Profile-Studien und die ALK-Testung und so. Und ich kann mich
erinnern, es gab nicht wenige Patienten, die wir auf ALK getestet haben damals, die 21, 22, 23 Pemetrexed-Erhaltungszyklen davor bekommen hatten. Es kommt schon vor, dass Patienten über irrsinnig lange Pemetrexed vertragen und davon profitieren. Und ich denke, wir haben das damals viel zu wenig nachgeforscht, woran das liegt und wie man diese Patienten im Vorfeld identifizieren hätte können, ob es über TTF1 oder wie auch immer, aber es gibt Pemetrexed-Gutansprecher und Langansprecher. Bei dem Fall mit der RFA von der Leber, das ist jetzt was, was wir nicht so machen und unüblich, ist das so Standard in Innsbruck oder ist jetzt auch ungewöhnlich? Ja, das ist natürlich nicht ein Standardvorgehen, aber letzten Endes gerade bei solchen Patienten, die so lange unter bestimmten Therapien klinisch profitieren und wenn überhaupt dann nur schleichend progredient sind, wenn du dann eine sozusagen Metastasenlokalisation hast, die isoliert rascher progredient ist, dann machen wir das aber wirklich nur in Ausnahmefällen, dass wir auch bei diesen Patienten, die jetzt nicht unter zielgerichteter Therapie stehen, wo das ja eher etabliert ist im Sinne einer klonalen Oligoprogredienz, dass wir aber auch bei Patienten unter Chemotherapie im Einzelfall dann mal eine Lokaltherapie machen. Die RFA-Methodik in dem Zusammenhang hatte den Vorteil, dass wir die Möglichkeit hatten, auch nochmal eine Histologie im Zuge dieses Eingriffes zu gewinnen. Das heißt, du punktierst. Wir wollten auch die Karas-Mutation sozusagen nochmal bestätigt haben. Und dann hast du halt sozusagen gleichzeitig die Möglichkeit, dort auch diese oligoprogrediente Metastase lokal zu behandeln. Aber gebt dir absolut recht, das ist jetzt ein extremer Ausnahmefall. Ich denke, wir wechseln von Karas G12C auf die Exon 20 Insertionen. Dr. Brehm hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass das insgesamt eher sehr seltene Mutationen sind. Und mich würde jetzt bei der ersten Voting-Frage interessieren, wie viele Patienten mit Exon 20 Insertionen Sie bereits in der klinischen Praxis detektiert haben. Haben Sie bis dato noch keinen Patienten detektiert, einen Patienten weniger als 5 oder weniger als 10? Ich bitte abzustimmen. Keine Patientin, ein Patient weniger als 5. Wie sieht es im Panel aus? Dr. Brehm hat berichtet, etwa 3 im Jahr. Gibt es andere Erfahrungen? In unserer Erfahrung sind die Patienten seltener. Also ich kann mich an einen erinnern, der aber im Prinzip schon bei uns behandelt wurde, bevor wirklich spezifische Therapiemöglichkeiten vorhanden waren. In der letzten Zeit ist bei uns keiner mehr aufgepoppt, trotz umfassender NGS-Diagnostik. Also ich kann das auch nur teilen. Ich bin schon ganz verzweifelt, weil wir einen vor längerer Zeit hatten und jetzt gar keinen mehr. Und ich hinterfrage schon das NGS, aber es soll so sein und die kommen wahrscheinlich auch in wenigen. Also wirklich sehr selten. Ja. St. Gallen ebenfalls. Vor der Zulassung von Amivantamab und Mobocertinib hatten wir ein paar, etwa 5 oder so. Und seither gar nichts. Also ich habe beide Medikamente noch nicht eingesetzt. Also ich glaube, wir haben 4. Wir haben 2 im Mobocertinib-Cup und eine unter Amivantamab und bei dem 4. weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, wir haben 4. Das geht mir auch gleich wie in St. Gallen. Wir hatten vorher Patienten, die leider aus dem Fenster draußen sind, noch keinen, wobei die Antwort D dann auch richtig wäre, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall weniger als 10 gesehen. Und ich glaube, es wurde erwähnt am Anfang oder im Referat, dass man das auch verpassen kann beim NGS-Reporting, weil es so unübersichtlich gezeigt wird und dann irgendwie nicht in die Diagnosenliste einfließt und dann ist der Progredient und man merkt das gar nicht und dann ist das schon zu spät. Das ist schon auch ein Faktor bei uns, dass dann nicht alle zu diesen Medikamenten nachkommen. Amanda, ihr habt ja in Deutschland das große Netzwerk Genomische Medizin. Mhm. Gibt es aus diesem Netzwerk Daten über regionale Unterschiede
in der Häufigkeit von genetischen Targets generell. Ich meine, ich denke da immer wieder auch an die Präsentation von Charles Swanton am ESMO jetzt, der das ja relativ eindrücklich auch korreliert hat mit Abgas und Umwelt. Mit Luftverschmutzung etc., Umweltsituation, was ja letztlich nahelegen würde, dass Ballungsräume unter Umständen ungünstiger sind diesbezüglich als jetzt, sage ich jetzt einmal, der ländliche Raum. In Österreich kenne ich solche Daten nicht, aber wir erfassen es auch nicht so systematisch wahrscheinlich wie das NGM. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich hatte ein paar Mal Daten von unserer großen AOK-Versicherungsträger in anonymisierter Art und Weise beantragt und bekommen zur epidemiologischen Ausarbeitung. Und in diesem Datensatz, das sind dann ungefähr 30% der versicherten Lungenkrebspatienten in Deutschland, da bekommt man so 17.000 Lungenkrebs-Neudiagnosen pro Jahr. Und ich hatte mit unseren Epidemiologen darüber geredet, ob man das nicht auf Postleitzahl oder sowas auswertet, um zu versuchen, Verteilung der Treibermutationen auch in Anbetracht der regionalen Unterschiede in Radon-Exposition und sowas. Und die Epidemiologen waren relativ pessimistisch, dass man aus diesem Datensatz sowas herausbekommen könnte, weil Radon mit dem genauen Stockwerk und den genauen Lebensumständen und wie lange man in diesem Postleitzahl und zusammenhängt. Und ich weiß nicht, ob da auch nicht so viele Faktoren dabei sind, dass man ohne, also man könnte es versuchen. Ich kenne noch keinen Versuch. Aber ich weiß nicht, ob nicht andere Faktoren das erschweren würden, das nachzuweisen. Also wie nah man in München am Mittleren Ring wohnt und in welche Richtung das Schlafzimmerfenster geht und ob man nicht in ein oder in, also das sind, glaube ich, so Faktoren, die in eine Erfassung nur von Postleitzahl und Mutation vielleicht das so sehr verwaschen, dass man nicht das sehen kann, was man eigentlich sehen möchte. Bitte? Das denke ich mir fast jeden Tag in der Früh seit diesem ASCO-Vortrag, wenn ich mit meinem Fahrrad durch München fahre und hinter irgendein Moped stehe und es so stinkt, denke ich mir, soll ich lieber mit der FFP2-Maske Fahrrad fahren? Und dann mache ich es doch nicht. Aber Thomas, bitte, du wolltest. Ja, ich glaube, zur Testung, der Elmar hat es in seinem Vortrag schon am besten angesprochen. Ich glaube, das muss man schon betonen. Einige Pathologien neigen ja dazu, aufgrund der Geschwindigkeit auf dieses Edilla-System umzusteigen. Und ich glaube, da muss man wissen, dass man da 50% dieser sehr seltenen EGFR20 Varianten verpasst. Das bedeutet, wenn man sich wirklich auf sowas verlässt, dann muss man oder nichts findet, dann muss man das NGS nachher zumindest noch nachschieben, damit man nicht diese seltenen Varianten verliert einfach. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst ist. Gut, vielleicht machen wir weiter. Da geht es jetzt um die Behandlung der Patienten mit Exon 20 Insertionen. In den USA hat man ja den Luxus, dass sowohl Amivantamab als auch Mobocertinib zugelassen sind von der FDA und in den NCCI-Guidelines wird auch empfohlen, dass nach Platinversagen das eine oder das andere verwendet wird. Mittlerweile hat ja die Firma das EMA-Approval für Mobocertinib zurückgezogen und ich habe auch gehört, dass Amivantamab beim GBA in Deutschland durchgefallen ist. In Österreich ist die Substanz ja noch zur Verfügung, aber mich würde interessieren, wenn wir jetzt sowohl Amivantamab als auch Mobocertinib zur Verfügung hätten, welche Therapie würden Sie nach Platinversagen präferieren und in weiterer Folge natürlich auch, welche Therapie machen wir, wenn wir diese beiden Substanzen nicht zur Verfügung haben? Vielleicht können wir kurz abstimmen. Okay. Amivantamab vor Doze, vor Mobocertinib. Gibt es andere Meinungen aus dem Panel? Oder wie machen Sie es in Deutschland, Frau Dr. Tuffmann? Hier sind ja, so wie ich gehört habe, beide Substanzen aktuell nicht verfügbar oder gibt es ein NPU?
Ja, so es gibt für Mobocertinib tatsächlich so ein Named Patient Programm. Mindestens, ich habe das letzte Mal vor 4 oder 6 Wochen nachgeschaut, gab es das noch, aber ich wusste nicht, dass es jetzt inzwischen zu wäre. Und bei Amivantamab kommen wir über internationale Apotheken an die Substanz weiter ran, aber die Kosten müssen vorher bei den Kassen beantragt werden, beziehungsweise ab und an hat man Patienten, die das eigenfinanzieren möchten, aber das ist mit den Münchner Mietspiegeln immer weniger. Genau. Also ich weiß nicht, wie man sich zwischen den beiden Substanzen entscheiden würde. Also ich finde es auch sehr schwierig, dass wenn man zu wenige Patienten in der Indikation behandelt hat, ist man so geprägt durch Einzelfallerlebnisse. Also ich hatte eine Patientin, die unter Mobocertinib sehr, sehr starke Durchfälle hatte und deswegen hat, also ich glaube, dieses Erlebnis hat meinen Umgang mit der Substanz sehr geprägt. Unter Amivantamab habe ich bisher weniger Tox gesehen, aber das ist, ich meine, N gleich 3, das, was will man daraus interpretieren, das ist schwierig. Was ich nicht weiß, ist wie kennen wir schon Subgruppen, die eine Wirksamkeit in der Sequenz nach vorherigem Versagen der einen Substanz irgendwie belegen? Weil das ist tatsächlich, finde ich, schwierig, wenn man unter einer Substanz eine Progression hat, auf eine zweite Substanz 4 bis 6 bis 8 Wochen zu gehen, insbesondere wenn die Progression in der Leber ist oder so, da würde ich vielleicht eher Docetaxel dazwischen schalten. Dr. Brehm, Sie haben eine Lanze für Amivantamab gebrochen. Ich Ich Ihre glaube, von der, Präferenz bei Amivantamab? also ich glaube, die Substanz hat einfach die Nase vorn, ein bisschen was die Wirksamkeit betrifft. Da sehe ich schon möglicherweise ein bisschen länger andauernde Responses, aber vor allem was das Nebenwirkungsprofil in den Studien betrifft. Ich habe jetzt auch nicht so viele Patienten, dass ich sagen kann, das bestätigt sie dann in der klinischen Anwendung, aber das ist, glaube ich, schon ja, überlegen gegenüber Mobocertinib hat ja den Vorteil, dass es eine orale Substanz ist, die unsere Tagesklinik nicht belastet. Die Infusionsdauer und der Amivantamab ist schon sehr lang natürlich. Aber wenn man jetzt Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofil zusammennimmt, sehe ich Amivantamab fallen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen auch rausklingen lassen, dass von den TKIs möglicherweise eher die Reise vielleicht in Richtung eines anderen TKIs dann schlussendlich gehen wird. Aber dafür fehlen uns dann nur die Daten, gerade in Richtung Hirnwirksamkeit und Nebenwirkungsprofil. Auch Ansprechrate scheinen da in den Sumbo-Zeiten nicht gerade so schlecht zu sein, je nachdem, wie das dann auch bei uns verfügbar ist. Waren viele asiatische Patienten in der Studie, war schwierig. Wie ist die Situation in der Schweiz? Ja, also meines Wissens sind beide zugelassen. Ich habe einfach keine Patienten. Und ich sehe das auch ein bisschen, ich würde das in dieser Reihenfolge, wie das da bei CD, würde ich das wahrscheinlich anwenden. Amivant dann auch mehr wegen der Toxizität bei Hirnmetastasen, einfach weil ich dem nicht so ganz traue, hätte ich wahrscheinlich mehr Mobocertinib. Und aber ich würde das eine nach dem anderen einsetzen. Es gibt meines Wissens nur Kasuistiken, obwohl es keine Daten gibt, weil letztlich ist das ziemlich eine schwierige Situation für die Patienten und ich würde das wahrscheinlich so machen. Okay, jetzt muss ich wieder Technical Issues. Ja. Geben mein Bestes oder auch nicht. Jawohl, jetzt. Vielleicht wechseln wir zu den ADCs. Da möchte ich auch vielleicht mit einem Fall beginnen. Bei einer 33-jährigen Patientin ist im Oktober 2020 ein NSCLC detektiert worden, metastasiertes Stadium mit multiplen ZNS-Metastasen, Histologie Adenokarzinom, relativ niedriger PD-L1-TPS von lediglich 15%, aber in der molekular
Pathologie eine HER2-Mutation. Die Patientin ist in einem anderen Zentrum therapiert worden initial und sie hat zu Beginn eine Polychemotherapie mit Carbo-Pembrolizumab bekommen und hier unter eine stabile Erkrankung erzielt und wurde in weiterer Folge auf Pemetrexed Pembrolizumab umgestellt, aber war dann doch relativ rasch progredient, vor allem im Bereich des ZNS, hat dann eine Ganzhirnradiatio im Frühjahr 2021 erhalten und wurde dann auf eine Zweitlinientherapie umgestellt mit Docetaxel Ramucirumab, wurde dann symptomatisch mit einer spinalen Symptomatik, auch mit einer Ataxie und dann hat man eine im MRT eine meningiale Aussaat im Bereich des Myelons gesehen, woraufhin eine neuerliche Radiatio diesmal im Bereich der Neuroachse durchgeführt wurde. Im Bereich des Körperstamms war die Patientin relativ stabil und wurde dann an unser Zentrum zugewiesen. Und wir haben sie dann weiter betreut. Und meine Frage zu diesem Fall wäre, was hätten Sie gemacht? Kurz zur Erinnerung, HER2 mutiert, vorwiegend spinale Läsionen im Körperstamm stabil. Hätten Sie zugewartet? Hätten Sie potenziell, hat sie eine Zulassung auf Erlotinib umgestellt? Hätten Sie vielleicht mit einer Chemotherapie reinduziert oder hätten Sie auf TDX umgestellt? Okay. Mir hat irgendwie Afatinib gefehlt als Option, ganz ehrlich. Ja, ich habe jetzt nur ein paar Möglichkeiten angegeben, aber bitte, warum Afatinib? Weil es doch die Erbfamilie abdecken soll, etwas breiter als die andere EGFR-TKIs und es für die Situation HER2 auch, glaube ich, so zweistellige Fallzahldaten mindestens gibt. Also nicht ganz wenig. Ich habe auch ein paar Kassenanträge da durchbekommen und eine Patientin 1,5 Jahre behandelt mit Afatinib bei einer HER2-Mutation. Mhm. Ich glaube, das ist eine nicht so schlechte Option, wenn man auf Trastuzumab deruxtecan nicht kommt. Okay. Wäre das Ihre primäre Option gewesen, wenn Sie Trastuzumab deruxtecan zur Verfügung gehabt hätten? Ich habe es noch nicht zur Verfügung. Ich habe es auch ein paar Mal, ich habe tatsächlich auch versucht, das zu beantragen für eine Patientin und bin bei diesem Antrag nicht durchgekommen. Aber wenn es zur Verfügung wäre, dann ist die Datenlage wahrscheinlich stärker. Aber trotzdem finde ich Afatinib keine sehr schlechte Option da. Okay. Gibt es andere Meinungen oder gleiche Meinungen? Ja, also ich würde mir in dieser Situation den 80% anschließen, basierend auf den Daten, die wir gesehen haben. Und die Verfügbarkeit, die wird die 5,4 Milligramm pro Kilogramm in der Dosierung nehmen. Das haben wir auch gesehen, dass die Toxizität gering und die Effizienz gleich hoch. Und wir haben eine ZNS-Wirksamkeit und das ist in dieser Situation enorm wichtig. Also deshalb würde ich mir klar fast das Trastuzumab und deruxtecan in der Situation entscheiden. Okay. Ja, wir haben das ähnlich gesehen und haben bei dieser Patientin eben dann eine Systemtherapie mit Trastuzumab deruxtecan eingeleitet im Rahmen eines individuellen Heilversuchs und die Patientin ist eigentlich seither auf TDX und ist hierunter im ZNS, sage ich mal, weitgehend stabil und wird weiter behandelt mit dieser Substanz. Insgesamt die Meinung zu Hirngängigkeit. Dr. Winder sagt klar ja. Es gibt ja hier auch die Daten von der Wiener Gruppe in der Proof of Principle, haben sie ja Cases zusammengestellt beim Mammakarzinom. Beim NSCLC kennen Sie da Daten zur ZNS-Wirksamkeit? Ja, also aus eigener Erfahrung, aber das ist ja eine Situation mit Leptomeningiose, oder? Das ist eine ganz schlechte Situation und
dieser Fall zeigt für mich auch wieder, dass das eine aggressive Erkrankung ist und die hat ja jetzt quasi fast Glück gehabt, dass sie es noch geschafft hat bis zum Trastuzumab deruxtecan. Viel besser wäre, wenn man das irgendwie früher einsetzen könnte bei diesen Patienten. Ich denke, die wird mit allem, was man macht, wahrscheinlich keine gute Prognose haben. Bezüglich, es gibt ja auch so Knochenmarkstoxizität von diesen Whole Axis Radiation und zusammen jetzt mit der Chemo hatte die keine Probleme. Das hat sehr gut, ist recht jung, die hat das dann gut weggesteckt. Ist soweit gut, ja. Da ist sie soweit. Martin, ich hätte noch eine Frage zum Trastuzumab deruxtecan. Warum funktioniert es bei HER2-mutierten NSCLC eigentlich wirklich vergleichsweise gut? Warum funktioniert es weniger gut bei HER2-überexprimierenden? Wenn man sich den Wirkmechanismus anschaut, würde man ja irgendwie der Meinung sein, naja, je dichter sozusagen die Rezeptor oder je höher die Rezeptordichte, umso eher müsste es einen Effekt haben. Wie erklärt man sich das eigentlich bei der HER2-Mutation? Oder beim Trojaner, oder je mehr Pferde, desto mehr sollte es eigentlich wirken. Oder und das haben sie ja, die Kohorte habe ich ja nicht berichtet, die haben ja in der HER2-Überexpression wirklich vorwärts und rückwärts nochmals geschaut bei den 2+ und 3+, und die haben einfach überhaupt keinen Unterschied gesehen, ganz im Gegensatz zu anderen Tumoren. Was ich gelesen habe, sind auch nur so Hypothesen, eben dass es möglicherweise bei den mutierten Membranveränderungen gibt, sodass das Medikament irgendwie besser reinkommt, durchlässiger wird, rein perfundieren kann. Aber ich glaube, das weiß niemand so ganz oder weiß es sonst jemand. Aber richtig, von dem einfachen trojanischen Pferd, Wirkungsmechanismus, was ich erklärt habe, funktioniert das gar nicht, oder? Also das ist nicht so. Und das ist die grundsätzliche Diskussion, wie diese ADCs in Zukunft mal eingesetzt werden, mit Biomarker oder eben wieder breit ohne, weil wir einfach zu wenig wissen. Und wahrscheinlich sind diese Biomarker auch nicht homogen über die Tumoren verteilt. Und dort, wo wirklich eine hohe Expression oder ziemlich viele, was soll ich sagen, die Inzidenz hoch, also MET zum Beispiel, 80% haben ja MET, am Schluss werden die wahrscheinlich einfach breit gestreut bei allem. Sie werden einen Teil der Chemo ersetzen. Dort ist wahrscheinlich der Platz. Ich glaube, wir wissen viel zu wenig, das ist viel zu simplizistisch, das, was ich gezeigt habe bezüglich Wirkungsmechanismen. Das sind andere Faktoren. Kann die Art des Zytostatikums da unter Umständen irgendeine Rolle spielen, dass bestimmte Subgruppen auf das eine oder auf das andere Zytostatikum sensitiver sind? Ist das vorstellbar oder ist es letztendlich so, dass du eigentlich, wenn du das Zytostatikum an Ort und Stelle bringst, das lokal einfach so hochwirksam ist, weil es sozusagen lokal so hoch dosiert ist, dass das keinen Unterschied machen kann? Es gibt ja diese Drug-Antibody-Ratio, also je mehr Drug man quasi an den Antikörper ranbinden kann, das hat mit der Wirksamkeit einen Einfluss. Und möglicherweise hat das Zytostatik auch für diesen, ich habe es kurz angetönt, mit diesem Bystander-Effekt einen gewissen Einfluss, dass dort je nach Zytostatikum dieser Mechanismus mehr spielt oder weniger spielt. Das kann ich mir vorstellen. Vor ein paar Jahren gab es doch Aktivität in Richtung EGFR-PET, oder? Und das ist irgendwie so ein bisschen weggesickert, diese Aktivität. Aber das wäre doch eine schicke Sache, wenn man diagnostisch ein radioaktiver Antikörper erstmal geben würde, die Verteilung in alle ihre Heterogenität erstmal abbilden würde und dann sich entscheiden würde, ob ein Payload sich lohnt. Ich bin einfach immer mit diesen, also mir kommt auch spontan, kommt mir noch diese Erbitux-Geschichte in den Sinn mit diesen Immunhistochemie-Expressionen, MET-MAP oder ein Riesen-Failure auch mit MET-Expressionen. Ich glaube einfach,
Das ist irgendwie eine schwierige Geschichte, wo wir, ich weiß auch, ich bin kein Pathologe, aber wenn man das auch bestimmen muss, was ist jetzt 2 plus und 3 plus und da irgendwelche Cut-offs macht und anfängt Zellen zu zählen, ich glaube einfach, dass und die Heterogenität der Verteilung, ich glaube, ich bin noch nicht so sicher, ob wir da in Zukunft dann dort weiterkommen. Okay, ich denke, wir sind in der Zeit sehr weit fortgeschritten. Georg, machst du den Abschluss? Ich möchte mich bei allen für die Diskussion natürlich bedanken. Bitte, Georg, darf ich an dich übergeben? Ja, vielen Dank, lieber Florian. Danke, dass du die Diskussion übernommen hast und mit einigen Fällen auch sehr, sehr gut angeregt hast. Es bleibt mir am Ende wie immer nur sozusagen übrig, mich ganz herzlich zu bedanken. Ich möchte mich in allererster Linie bei den Referenten bedanken. Ich weiß, dass das neben der Alltagsarbeit wirklich sehr viel zusätzliche Arbeit ist, die man hier auf sich nimmt. Und es waren wirklich hervorragende Vorträge, die uns einen guten Überblick über die Materie gegeben haben. Vielen Dank auch, dass ihr alle noch bereit wart, auch in der ganzen Diskussion zur Verfügung zu stehen. Ich habe das persönlich als sehr, sehr interessant und sehr praxisnahe bezogen und man sieht, dass wir einfach viele Dinge zu entscheiden haben, ohne dass wir wirklich immer letztendlich auch die notwendige Datenbasis dafür zur Verfügung haben. Und umso wertvoller ist es, sich da gegenseitig auch die gegenseitigen Erfahrungen auszutauschen. Herzlichen Dank, Thomas. Herzlichen Dank, Ewald, auch fürs Mitdiskutieren und für den Vorsitz. Danke vielmals noch einmal an alle Partner der Industrie, die die Veranstaltung unterstützt haben und herzlichen Dank an Eugen Preuß und sein Team. Und zu guter Letzt natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle, die uns heute hier begleitet haben und an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Ich hoffe, Sie alle konnten etwas für Ihre Praxis mitnehmen. Ich darf noch mal kurz erinnern, 30. November 2022, die letzte iTalk-Fortbildung dieses Jahres zum Thema Immuntherapie in frühen Stadien des NSCLC, ist auch das natürlich ein Thema, das uns sehr, sehr beschäftigt hat in diesem Jahr und wo es sehr, sehr viel zu diskutieren gibt. In diesem Sinne bedanke ich mich für heute und wünsche allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.